Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch aus Wien und ich sitze zusammen mit meiner Frau da. Dr. Katrin Bartsch, ich bin Ärztin bei The Aesthetics in Wien. Und wir reden heute über Potenza, ein Microneedling mit Radiofrequenz, bei dem ich mich jetzt persönlich nicht so toll auskenne, deswegen habe ich die Katrin gebeten, mit mir ein bisschen ein Gespräch dazu zu führen. Wir sind die Ersten in Österreich, die dieses Gerät der Firma Cynosure gekauft haben. Es nennt sich Potenza, ist eine Kombination aus Radiofrequenz und Microneedling. Das heißt, eine Behandlung mit Hitze und Trauma der Haut, um Verjüngungsprozesse in der Haut in Gang zu setzen, um Aknenarben auszugleichen, um Dehnungsstreifen abzuschwächen. Ja, das ist mal so das Wichtigste, was man sagen kann. Das heißt, wir haben Nadeln und Energie. Genau. Also weil wir haben ja zum Beispiel bei uns gibt es auch den Dermapen. Das ist nur Nadel. Dieses Gerät jetzt kombiniert Hitze und Trauma. Das macht es besonders. Tut es mehr weh? Es tut leicht mehr weh als ein Dermapen, würde ich sagen. Was es ganz besonders macht, ist, dass es individuell auf verschiedene Hauttypen einstellbar ist, weil es 4 verschiedene Betriebsarten hat. Einerseits 1 und 2 MHz, andererseits Mono und Bipolar. Zusätzlich gibt es je nach Patienten 9 verschiedene Aufsätze. Das heißt, man kann je nach Hautbild, je nach Problemstellung verschiedene Behandlungsaufsätze wählen. Klingt also kompliziert, daher quasi auch die Antwort, warum ich mich damit nicht beschäftigt habe, weil ich sonst so viel zu tun habe. Weil du sagst quasi, dass es also Energie mit Nadeln ist, es tut ein bisschen mehr weh. Wie bereiten sich die Patienten dann vor? Sie sollen davor viel trinken, das ist wichtig, dass die Zellen Wasser gut mit trinken? Flüssigkeit, Wasser trinke, okay. Dass die Zellen gut mit Flüssigkeit gefüllt sind, dann ist es etwas weniger schmerzhaft. Sie kriegen eine lokalanästhetische Salbe aufgetragen. Und dann startet die Behandlung. Wenn jemand sehr schmerzempfindlich ist, könnte er vorher auch ein Schmerzmittel nehmen, um den Schmerzreiz etwas zu reduzieren. Genau, das haben wir ja beim Ultherapy, empfehlen wir das, dass die Patienten 2 Stunden, 3 Stunden? Eine Stunde vor. Schmerzmittel, zum Beispiel ein Ibuprofen oder ein Parkimet. Bitte keine blutverdünnenden Schmerzmittel wie Aspirin oder Domperin, das ist wichtig. Sollte ich ein Schmerzmittel nehmen, bevor ich das mache? Okay, definitiv. Ich bin etwas schmerzempfindlich. Das merkt man auch bei anderen Dingen. Das heißt, vorher sollte man eine Stunde vorher ein Ibuprofen oder so nehmen. Das macht Sinn. Okay. Wenn man sehr schmerzempfindlich ist, wenn nicht, dann nicht. Kontraindikationen sind vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Was ist mit sonnengebräunter Haut? Also jetzt kein Problem. Der Bräunungsgrad der Haut ist unabhängig von der Behandlung. Man muss nur danach circa 2 bis 3 Wochen einen stärkeren Sonnenschutz verwenden und die Haut nicht direkt im Sonnenlicht aufsetzen. Okay. Wir haben ja quasi, wenn wir Patienten haben, erklären wir ihnen ja immer, wenn sie kommen und fragen, was kann ich machen, finde ich, sind immer so 3 Dinge, die spannend sind. Das eine ist quasi Volumen zu ersetzen, mich zu ersetzen, das machst du ja auch super gut. Das zweite ist quasi in irgendeiner Form einen Zug auslösen. Facelifts, Fahnenlift machen wir nicht so gern, sondern versuchen das eben zum Beispiel im Ultherapy zu machen. Und der dritte Punkt ist für mich eigentlich immer so die Haut. Ich könnte das auch ganz gut vertragen mit diesen Knitten, mit diesen Runzelfältchen. Genau. Das heißt, würdest du eben sagen, dass das der dritte Punkt ist? Genau, das ist mehr die Oberfläche. Das ist die Oberflächenbehandlung, die oberflächliche Stimulation von Kollagenen und elastischen Fasern, damit die Haut wieder straffer wird. Die nächste Frage, die mich interessieren würde, ist, wie oft muss ich es machen und was ist auch der Abstand zwischen einer Behandlung, wenn ich sie wiederholen muss? Also wie oft soll ich es machen, das hängt von der Indikation ab. Bei Knitterfalten empfehlen wir 2 Behandlungen im Abstand von 4 bis 6 Wochen. Bei Aknenarben und Dehnungsstreifen empfehlen wir doch 3 bis 4 Behandlungen. Okay. Gleicher Abstand, auch Abstand von 4 bis 6 Wochen. Okay, und das könnte man jetzt auch in den Sommer reinziehen. Das heißt, wenn ich jetzt im April beginne und dann 4 Behandlungen habe, kann ich das sogar in den Sommer auch reinziehen. Ich würde halt danach echt einen Sonnenschutzfaktor, Lichtschutzfaktor mindestens 50 im Gesicht verwenden. Okay. Dann sollte es kein Problem sein. Und nicht unmittelbar nach der Behandlung vielleicht in den Urlaub nach Kroatien aufs Boot gehen, oder? Das würde ich nicht machen. Super. Eine Frage noch, wer darf es nicht machen? Oder gibt es jemanden, wo man sagt, da sollte man es nicht machen? Hast du eine Altersgrenze oder quasi in der Haut irgendetwas, wo man es nicht macht? Kontraindikationen prinzipiell sind ganz einfach. Keine aktiven Infektionen der Haut. Das sind jetzt irgendwelche Ekzeme oder Herpeserkrankungen. Und zweitens keine Autoimmunerkrankungen der Haut. Das sind eigentlich die 2 groben Kontraindikationen, wo ich die Behandlung nicht machen würde. Ja. Würdest du es bei mir machen? Ja. Okay. Hast du schon gemacht? Ja. Okay. 2-mal und ich bin begeistert. Das ist auch ein Grund, warum wir es gekauft haben.
Und es ist vor allem ein Grund, warum ich auch dann, also es war deine Idee, aber warum ich auch das super fand, ist, weil wir quasi, oder weil es sehr schwierig ist. Es gibt ja sehr viele verschiedene Behandlungen an der Haut und auch die Adriane ist ja da immer ganz happy, wenn wir was Neues bringen. Und wir haben was, irgendwas gesucht, was eigentlich einen, auch einen Soforteffekt hat, glaube ich. Genau. Das ist ja schwierig manchmal beim Ultherapy zu verkaufen, weil es nicht den unmittelbaren Soforteffekt hat, aber beim Potenza hat man einen Soforteffekt. Man hat einen Soforteffekt, das Endergebnis ist auch erst nach 3 bis 4 Monaten sichtbar, aber man hat definitiv einen Soforteffekt und es wird einfach mit der Zeit noch besser. Okay. Kosten ist ein spannender Punkt, glaube ich. Und zwar bei den Kosten, ich habe gerne bei meinen Patienten, dass wenn die zum Beispiel sagen, sie machen so etwas im Gesicht, so wie beim Dermabell, dann sagen sie, na wurscht, dann mache ich den Hals auch gleich dazu. Und wenn sie den Hals dazu, na egal, dann mache ich das Dekolleté auch gleich dazu. Ist das so ähnlich wie beim Dermabell, dass man sagt, naja, wenn du schon begonnen hast, dann ziehst du gleich alles durch? Oder wie siehst du das da? Das ist, hängt erstens einmal von der Schmerztoleranz ab, wie viel man aushält oder ob man es doch in 2 Behandlungen aufteilt. Und das ist je nach Problemstellung der Haut, finde ich, schon okay. Abhängig. Also viele wollen, ich selber wollte es zum Beispiel jetzt mal nur im Gesicht austesten, hatte danach auch genug von den Schmerzen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Viele, die da etwas abgebrühter sind, sagen, sie möchten das gleich Hals und Dekolleté dazu haben. Da war eine Mitarbeiterin von uns, die ja abgebrüht war, die hat alles gemacht, die ist fast eingeschlafen bei der Behandlung. Also die Schmerzempfinden ist sehr unterschiedlich. Also ich würde, wenn dann auch nur das Gesicht machen, ich glaube, das reicht, oder nur eine Hälfte vom Gesicht, dann reicht das schon mit den Schmerzen. Wichtige Frage, die wir, glaube ich, am Anfang hätten stellen sollen, ist, was kostet es? Wobei man auch dazu sagen muss, ja quasi, ich finde, ihr macht ja nicht nur das Potenza, sondern zum Potenza macht ihr auch noch was dazu. Das kannst du vielleicht auch kurz erklären, aber was kostet das Package dann, wenn ich sage zum Beispiel, ich würde mir jetzt das Gesicht machen lassen? Genau, also das Package für das Gesicht, das beinhaltet die lokalanästhetische Salbe, die Behandlung mit dem Potenza-Gerät, mit dem individuell angepassten Aufsatz. Und danach noch, um den Effekt zu verstärken, machen wir eine Mesotherapie. Das heißt, wir spritzen in die Mittelhaut verschiedene Substanzen ein, je nach Problemstellung. Sind das Pigmentflecken, sind das mehr Falten, sind das mehr Trockenheitsprobleme der Haut? Wir passen das individuell an und schleusen nachher noch Substanzen in die Haut ein. Zum Schluss gibt es noch eine beruhigende Fließmaske, die gleich einen Teil der Rötung nimmt. Und ja, das ist das ganze Package, das kostet 690 Euro. Okay, das ist eigentlich, also 690 Euro sind viel Geld, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass meine Mesotherapie alleine schon eigentlich doch ein paar hundert Euro kostet, ist das ja eigentlich dann ein ganz guter Comic-Preis. Genau. Super. Das ist mal unser Einführungsstartpreis. Okay, Einführungsstartpreis. Also ich werde es vielleicht auch selber probieren, nachdem die Katrin gesagt hat, dass es Sinn machen würde, aber schauen wir mal quasi, ob ich das dann aushalten würde. Du hast am Anfang gesagt, dass es sehr individuell abstimmbar ist. Es waren irgendwie so 2 Frequenzen, 2 verschiedene Einstellungen, 9 Aufsätze. Wenn ich das irgendwie hochmultipliziere, ist das ja quasi, hat das eine extreme Variabilität. Genau, das macht so besonders. Okay. Und zwar? Es gibt verschiedene Aufsätze. Man muss sich das so vorstellen. Die Nadel ist halb isoliert. Und je nach Nadel, es gibt jetzt einen E-Tip zum Beispiel, der hat nur an der Spitze der Nadel kommt die Hitze raus. Der Rest der Nadel ist isoliert. Dann gibt es einen Tiger-Tip, der ist an der Spitze nicht isoliert, dann nicht isoliert, also wie ein getigertes, gescheckertes Muster, wo ich in unterschiedlichen Tiefen Hitze abgeben kann. Dann gibt es einen Fusion-Tip. Der Fusion-Tip saugt mir die Haut rein, bevor er nadelt. Das heißt, es ist besser, wenn man verschiedene Substanzen aufbringt auf die Haut, dass die noch tiefer in die Haut und noch effektiver eindringen. Und so kann man da die individuelle Behandlung des Patienten super abstimmen. Dann kommt es nämlich auch dazu, und das finde ich auch beim Ultherapy immer spannend, es gibt ja Patienten, die irgendwo waren und sagen, das Ultherapy hat nicht gewirkt. Und so wird es wahrscheinlich genauso dann beim Potenza geben, das hat nicht gewirkt. Das ist ja, es ist zwar ein Gerät, aber in Wahrheit ist es extrem behandlerabhängig, was ja beim Ultherapy ein Wahnsinn ist. Das ist ja, da macht eine und dieselbe, oder 2 verschiedene Personen machen das Gerät und bei der einen wirkt es und bei der anderen nicht, weil es eben so genau ist, wie man es macht. Genau. Und beim Potenza ist es eigentlich auch, jetzt, wir haben also nicht jetzt ein Gerät, das was macht und jemand, der da drauf drückt, sondern wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, das ist wieder behandlerabhängig. Genau, okay. So kann man das sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe heute gelernt, dass ich es auch machen sollte. Habe aber von der Seite von Adriane so einen Blick bekommen, dass sie sich noch nicht ganz sicher ist, ob ich das aushalte. Katrin hat es gemacht. Ich fand das cool. Ich habe auch den Effekt gesehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren reinklopfen. Man muss sagen, das heißt was, wenn sogar meinen Mann auffällt, dass ich eine Behandlung gemacht habe. Und ich fand das Video zusammen eigentlich recht lustig. Vielleicht erklärt sich die Katrin bereit, das ein oder andere Video nochmal zu machen. Das heißt, wenn ihr viele Like gebt, dann werden wir solche Videoserien nochmal zusammen machen. Danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es war cool, dass du zusammen zu machen. In diesem Sinne, schönen Tag und ciao, ciao.